Das Smartphone im Straßenverkehr kann oft zu richtig gefährlichen Situationen führen. Zum Beispiel beim Überqueren der Straße und wenn man mehr auf das Handy konzentriert ist als auf die Ampel. Damit es mehr Sicherheit gibt, haben sich die Stadtwerke Augsburg jetzt etwas einfallen lassen. Bodenampeln. Wir haben einfach festgestellt, dass bei den Fußgängern die Aufmerksamkeit für das normale klassische Fußgängersignal nicht mehr voll da ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen eine zusätzliche Aufmerksamkeit, weil wir wissen, je mehr Aufmerksamkeit wir machen, desto mehr wird es beobachtet oder beachtet. Die roten LED-Leuchten entlang des Bordsteins blinken, sobald sich beim Überqueren zum Beispiel eine Straßenbahn nähert oder aber die Ampel auf Rot schaltet. So sollen Unfälle verhindert werden. Eine Maßnahme, die ankommt. Also ich finde es sehr sinnvoll, weil man sieht öfter, dass die Jugendlichen immer über die rote Ampel laufen. Und so ist es aufmerksam für die Leute, dass sie merken, stopp, da kommt eine Straßenbahn. Ich finde es eine sehr gute Idee, weil wenn man zum Beispiel Kopfhörer drin hat, dann kann man die Straßenbahn nicht so leicht hören. Und wenn man das dann sieht, dann ist es einfacher und besser. Ich finde es eine sehr gute Idee. Weil oft ist man doch ein bisschen abgelenkt, wenn man die Gleise überquert. Und hier hört man die Straßenbahn zwar, aber in der Hauenstädter Straße ist sie eben sehr leise und da finde ich es absolut sinnvoll. Also mir sind sie eigentlich bis heute noch gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt gerade die Funktion erst mitgekriegt, für was sie eigentlich da sind, aber mei, vielleicht nachts, dass sie gar nicht schlecht sind, aber sonst sind sie mir noch nie aufgefallen. Das finde ich so ein bisschen erschreckend, dass Smartphone-Nutzer so süchtig sind, dass man ihnen Lichtsignale installieren muss, damit sie die Straßenbahn erkennen, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten nicht schlecht. Die Bodenampeln sind in Augsburg zurzeit nur an zwei Stellen installiert. An der Haltestelle Hauenstetten und am Überweg zur Haltestelle von Pasewalstraße.